Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dyson Sphere Program. Jo, es gab ein größeres Update, scheinbar, und wir haben jetzt hier eine Milky Way. Okay, in die können wir offensichtlich nicht reinschauen. Interessant, okay. Dann halt nicht. Sollte man nämlich irgendwie eine große Galaxie sehen können. Wow, die Ladezeit im Spiel ist echt schnell. Also praktisch nicht vorhanden. Okay, ja, was hat sich noch verändert? Andere wichtige Änderung, die mir persönlich nicht sonderlich passt. Muss wieder mehr mit der Steuerung klarkommen. Öl wird mit der Zeit weniger. Was ist da gestanden? Halbiert sich nach ca. 11,6 Stunden. Also es wird weniger, obwohl wir ja wissen, dass Kohle und alles ja endlich ist, haben wir trotzdem das Problem, dass das Öl nicht mehr unendlich ist. Also auch das ist eine endliche Ressource. Fast. Es geht bis 0,1 pro Sekunde runter, aber das Problem ist dann natürlich, du brauchst 10 Ölförderstationen, um ein Öl pro Sekunde zu bekommen. Also das ist ja dann nichts mehr. Warum sind die blau? Die waren vorher nicht blau, oder? Täusche ich mich da? Nee, die waren fix. Die waren fix weiß. Oder? I don't know. Ja, das hat sich wieder gegeben, also da haben wir jetzt genügend Magnete. Ah ja, was machen wir jetzt als nächstes? Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, weil ich so viel aufgenommen habe damals. Ich keine Ahnung mehr, was wir eigentlich machen jetzt. Wir brauchen diese Forschung. Dafür brauchen wir die haben wir ja schon. Die Titaniumkristalle kriegen wir ja schon, ne? Das war falsch. Oh, jede Menge Öl. Gut, dass wir das schon storen. Vorher noch das Problem mit Öl, dass wir einfach viel zu wenig Öl hier haben. Und dadurch nicht genügend Plastik produzieren können. Wir haben nur das Glück, dass wir momentan hier noch voll sind im Lager. Jetzt können wir wieder einfüllen ordentlich. Da ist Gott sei Dank noch ein bisschen was drin. Und das muss auch noch hier durch. Okay, das Problem besteht also nach wie vor. Und das müssen wir dringend lösen, weil sonst kriegen wir hier Probleme. Und das... Nö, das läuft auch noch nicht. Okay, okay. Warum... Ach so. Hä? Das hat sich nicht gespeichert, oder? Das haben wir doch gemacht gehabt, oder nicht? Ach so, das Förderband in die falsche Richtung geht. Jetzt sollen wir unser Lager weggeben. Das... Oh nein! Nein! Das Einzige, was wir haben! Das Einzige, was wir bauen können! Mann! Da können wir hin, da können wir hin. Irgendwo. Ja, ja! Energie ist niedrig, ich weiß. Wir bringen schon, dass wir wieder... Zeug bekommen für Energie, wenn wir schon mal hier sind. Werfen wir halt gleich mal zu. Bitteschön. Auf dich zu beschweren. So, was brauchen wir jetzt für Lager? Ein Stein. Danke. So. Jeder beschwert sich da nochmal.
Okay, Energie haben wir. Also die Akkus sind voll. Mann, die produzieren ja auch so langsam. So, wir brauchen wahrscheinlich mehr Raffinerien. Oil Refinery. Okay, wir können hier welche bauen. Bauen wir einfach 4 weitere. Die was dann für mehr Öl sorgen dort. Bauen wir dann irgendwo hier hin. Die was dann das ganze... Was ist das? Refined Oil? Genau. Das ist dann daher bringen. Da brauchen wir es auch für die Kristalle. Ne? So. Vier Sekunden brauchen die, da reicht so einer auch. Würde ich mal meinen. Mal. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Wir müssen die Kristalle dann mal irgendwo hin bringen jetzt, ne? Also wir müssen jetzt irgendwie dort zu unserer Forschung kommen. Irgendwie. Sollen wir einfach so rüberbringen, einfach da gerade durch, da drüber, damit wir hier hinkommen. Wir müssen aber dorthin, das heißt, wir müssen irgendwo noch dem Förderband hier folgen, irgendwo dann hier rüber und darauf und hier die weiteren Labore bauen. Knallen. Why not? So. Ja, am besten bereiten wir das auch gleich mal vor. Wobei, wir haben jetzt mittlerweile sicher schon die Raffinerien gecraftet. Ne? Oh ja, oh, wir haben sogar noch einige, wir haben 14 Stück. Machen wir das noch schnell und dann schauen wir mal die Raffinerien hinpflanzen. Sonst nichts erforschen, oder? Gar nichts. Nichts geht. Okay, würde ich mal sagen, wir machen das hier hin. Ja, ist auch neu, man kann das irgendwie, genau, man kann das so ziehen. Bringt halt bei einigen nicht so viel. Warte mal, Rotate Adjust Interval. Wir wollen auch nicht so viele bauen. Ist schon praktisch. Allerdings erst wenn man gelernt hat, damit umzugehen. Also für mich noch nicht. So. Jetzt schauen wir mal hier raus. Daher. Daher. Hallo, lass mich daher, danke.
Scheiße. Ah ja, es gibt neue Musik, by the way. Ich schätze mal, ja, die gehört definitiv dazu. Oh, neue. Sie haben was für die Sounds getan ordentlich. So. Dafür werden wir ein paar brauchen. Wohin? Ich würde mal sagen, wir führen das erstmal hier raus. Dass wir doch ja genügend Platz haben. So. Das hier wird ein eigenes. Na, komm her da. So. Da lang, bis dahin. So, ja, ich weiß, die müssen nochmal weg. Wir müssen da schließlich hochbauen. Okay, noch eins weg. Was wird man eigentlich haben? Ich muss sagen, Wasserstoff? Fuck. Really? Okay, das sollte jetzt eigentlich hinhauen. Das ist Öl. Das müssen wir jetzt irgendwo da anschließen. Ich würde mal sagen, wir machen das gar nicht so kompliziert. Wir machen das einfach so. Ganz unkompliziert. Und jetzt das dem Wasserstoff. Das ist doch Wasserstoff. Hydrogen, Wasserstoff, passt. So. Na, vielleicht sollten wir das in die andere Richtung legen, dass wir es da dran kriegen. Dann legen wir es hier hinein. Ja, wir legen das nochmal auf die andere Seite. So, macht ja hier nicht viel Unterschied. Power! Ihr könnt loslegen. Hoffentlich haben wir jetzt genug. Ich hoffe, das reicht. Kommt schon wieder her. Okay, haben wir mal deutlich mehr Öl. Ob es ausreicht, werden wir sehen. Dabei schaut es mal nicht so gut aus, wenn da eins durchkommt. Sehr schwach. Wir hätten es auch da anschließen können, damit es ja hier hinkommt. Mit Plastik und, oh. Oh, wir haben bereits alles produziert, weil wir keinen Titan mehr haben. Hohoho, jawohl. Großartig. Jo, auch gut, ne? Okay.
Das ist immer nicht viel. So, wir bekommen für einen Kristall eine Forschung. Das ist nicht viel dabei. So, nehmen wir uns mal wieder Förderbänder. Linie. Laden wir hier erstmal auf kurz wieder. Gag home. So. Geladen. So, welche Forschung soll man eigentlich angehen? Able to be da 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 da. Able to be da da da. Okay, das ist nicht so wichtig. Drive Engine. Sales Speed ist auch wurscht. Solar, ja, die leben nicht ewig. Research Speed, hey, das ist aber neu, oder? By the way, okay, das haben sie noch nicht. Das Problem ist, welche Forschung brauchen wir als nächstes? Wichtig ist, dass wir mal weiterkommen. Dass wir mal weiter rausfliegen können. Irgendwohin, wo es Diamanten gibt, ne? Weil wir brauchen die ja offensichtlich. Und wir bekommen nicht viele. Blödsinn. Ja, oh ja, doch, na klar, sicher, wir brauchen noch Diamanten. Ich meine, das ist immer die eine Hälfte, die wir haben. Out of building range, was? Achso. Öl. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen Biomasse. Oder können wir schon rausfliegen irgendwo anders hin? Das ist die Frage. Können wir einfach hin irgendwo zu anderen Planeten fliegen? Also schwarzes Loch. Da brauchen wir lange, bis wir dort sind. Ja, das ist jetzt, was ich noch nicht weiß. Wie kommen wir jetzt in ein anderes Sonnensystem, wo wir definitiv hin müssen? Weil, naja, Diamanten fehlen. Thank you.
mit. Die Party ist schon zu Ende, da haben wir heute nicht viel zusammengebracht. Da haben wir nicht viel geschafft. Es dauert halt leider ganz schön lang, solche Linien hier zu bauen. Man könnte das natürlich sicher auch mit diesem planetaren Logistiksystem machen. Aber da habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie viel Energie das braucht, wie schnell und effizient das funktioniert. Ob das halt schlau ist. Gut, Freunde, wie gesagt, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!